Hallihallo, Hallöchen. Ja, war jetzt ein paar Tage still. Ich hatte ein paar Tage freigenommen, weil zuerst hatte ich ja die Erkältung, dann hatte ich mit den Zähnen, dann hatte ich Kopfweh und die Knochen haben auch wehgetan. Und am Wochenende hatte ich Besuch. Das war wunderschön, dass unsere Freunde uns besucht haben. Ach, das war richtig herrlich. Und ja, wir haben uns an alles gehalten, falls deswegen einer Bedenken hat. Das Ehepaar, das ist nämlich auch aus der Risikogruppe und die kam mit ihrem Wohnwagen. Da wir Platz haben am Grundstück, konnten die da richtig schön stehen. Und wir haben dann auch mal eine Tasse Kaffee zusammen getrunken. Die haben sich die Gegend dann geguckt. Ja, und man hat ein bisschen Kontakt gehabt, konnte mal quatschen. Es war herrlich, es war richtig herrlich. Ja, und heute bekam ich Post. Das ist ein Päckchen von der lieben Veronika. Mit der habe ich ja einen Tausch gemacht. Sie hat von mir das Eulenjournal bekommen und dafür hat sie mir jetzt ein Überraschungspäckchen gepackt. Ich habe es soweit aufgemacht und ich wollte auch spinksen, schon mal vorab. Aber da saß mein Mann neben mir und meinte, das wird nicht gespinkst, du musst erst mal drehen. Ah ja, gut, ne, halte muss an der Regel. Öffne ich dann mit euch zusammen. Das Einzige, was ich gespingst habe, war, ich habe die schöne Serviette gesehen. Gut, ich wollte hier reinluschen, aber das ging nicht. Mein Mann war dabei. Naja, was soll das? Aber jetzt darf ich gucken. Und ist die Serviette nicht schön? Ich finde die so schön. Echt, Veronika. Die ist genau nach meinem Geschmack. Röschen, Schmetterlinge, ach, die ist doch einfach zu herrlich. Ich finde die richtig toll. Die wird natürlich gut weggelegt und natürlich auch verbastelt, wie es sich gehört, ne? Ach, ist die Karte hübsch. Guckt euch die mal an. Ist die nicht schön? Ich lese mal eben. Ah ja, ich denke, da kann ich auch vorlesen. Das ist kein Problem. Ganz liebe Grüße, Veronika, bleib gesund. Liebe Angela, hier kommt dein Dankeschön für dein Eulenbuch. Ich hoffe, dir gefällt, was ich hier für dich gezaubert habe. War mit Sicherheit, Veronika. Ist nicht toll. Die bekommt natürlich auch bei mir in ihren Platz, ne? Ich habe so eine Ecke, da sammle ich alles. Oh, nee, ne? Alter Schwede. Ach du Jesus. Ja, gut, holen wir da nur noch raus. Ach, das stimmt, die hast du ja für mich besorgt. Oh, du bist ein Schatz, ey. Du bist echt ein Schatz. So, und das ist Dingsbums, gut. Ich übersehe nämlich leicht was, deswegen habe ich extra nochmal nachgeguckt. Och, ist das cool, Mama. Guckt euch das mal an. Oh, boah. Eine Eule. Oh, wie schön. Das heißt, wenn die Eule so ist, dann wird das so rum aufgemacht, ne? Oh, und guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Moment, ich mache da ein bisschen mehr los. Da kann ich näher kommen. Da ist ein Fahrrad drauf mit Röschen. Und dann hier das schöne Perlchen. Boah, das sieht so cool aus. Zwei alte Knöpfe. Ja, ich bin ja auch so ein Knopffetischist. Ein Schaden aus der Kindheit. Boah, was hast du da alles eingearbeitet? Das selbst gemacht das Papier, ne? Also so mit. Mit Kördelchen und Blätter und Federchen. Das ist toll. Und hier die Eule. Und Herzchen. Sind doch Herzchen, oder? Hier, das sieht auf jeden Fall aus wie ein Herzchen. Boah, ey. Und ihr näht. Guckt, da ist sie näht. Dafür bin ich ja immer zu faul, ne? Echt wahr. So, jetzt mal gucken. Hier ist sie ab. Ja.
Doch, jetzt habe ich jetzt. Meine Abkürzung. Von meiner Familie werde ich nämlich Angie genannt. Also jetzt nicht von meinem Mann, aber von meiner Schwester und früher meine Mutter. Ach, wie schön. Toll, jetzt habe ich jetzt verkehrt rum aufgemacht. Ne? Ist egal. Komm, guck mir hinten. Ist wurscht. Oh, selbst gefärbtes Papier. Guckte mal. Das ist ja schön. Mit leichtem Glitter drin. Oh, toll. Und ein bisschen Pling Pling. Ich mag ja Glitzer, ne? In gewissem Maße mag ich Glitzer. Und das sieht wunderschön aus. Auch hier da mit der Spitze. Und das geht. Ah, so auf. Gut. Schlau, ey. Sind 3D-Bildchen. Guck mal, ein Hund und ein Katz. Blümchen mit dem Schmetti. Und die Margeriten. Ja, man kann sie einzeln benutzen oder eben aufeinander kleben. Wobei ich hierzu tendiere, sie einzeln zu benutzen. Aber das sieht doch herrlich aus. So süß. Oh Gott, oh Gott. So, kommt wieder da rein. Oh, das Papier. Ist das Papier? Nee. Doch. Das fühlt sich ja jeck an. Ist das echt Papier oder ist das Stoff? Keine Ahnung. Und hier Ziegel mit dem Herz. Ach, wie schön. Halt, kriege ich das jetzt wieder rum? Ja. Kriege ich so, das hält doch so. Dann gehen wir jetzt nach vorne. Oh, und hier ist noch so ein Dingsbums. Mit so Metallteilchen. Die gucke ich ja auch so gern. Ah, ich habe die ja so lieb, ne? Auch wieder so cooles Papier. War voll toll, hör mal. Oh. Oh. Gott, sind die schön. Die sind ja schön. Oh Mann, oh Mann. Oh, da kann man auseinander machen. Da muss ich vorsichtig sein. Sonst habe ich jetzt schon zerruppt. Das wäre blöd. Love. Nee, live. Live. Live is live. Ja? Oh ja, live. Ja, da fallen mir jetzt 100.000 Sachen zu ein, die aber nicht sein müssen. Die verkneife ich mir. Boah, guck doch. Oh nee. Im Ernst? Ach, guck mal. Lauter Schmetterlinge. Boah, das sieht ja vielleicht cool aus, ey. Aber das ist ja irre. Oh, und das sind alles Serviettchen. Och, trägt zwei Stück. Auch wieder zwei. Oh, das ist schön. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, das ist die von vorne drauf. Hier. Ja. Oh, die ist ja auch schön. Die ist toll, ne? So schön altmodisch. Ich mach so Muster, ja. Oh, und da ist das Schmetterlingchen von da. Boah, wie cool, das hier ja mit Landkarte. Ey. Boah, du hast aber coole Servietten, ey. Und etwas Maritimes. Das finde ich ja gut. Ich habe ja nicht viel Maritimes. Weil eigentlich liegt man nicht, aber für einen Tausch oder so ist es ja nicht verkehrt, wenn man sowas da hat. Wenn einer Maritim liebt, ne? Ah, die sind so zusammengehalten mit den riesen Klammern. Aha.
Ja, dann mache ich jetzt mal auf, ne? Aber. Ey. Das Original alt. Ne, der klebt zusammen. Lass dran. Das ist nur abgegangen. Das ist auch richtig selbst gemacht. Auch so gedöns drauf, vielleicht. Federchen, Schnürchen, Serviette drüber. Und dann noch bestempelt. Ey, wie cool. Da kann man nämlich hier sehen, ne? So. Das ist nicht auf dem Papier. Und der Papier ist schön zerknautscht. Da sieht das alt aus. Oh, schön angeranzt, angefetzt. So was mache ich ja, ne? Wo andere dann sagen, das ist kaputt gegangen, kann ich nicht benutzen. Ich finde das voll toll, ey. Auch hier, ich finde das so schön. Mir ist das nämlich ein paar Mal beim Färben passiert und dann dachte ich, oh wei, kannst du in kein Journal einbauen? Und dann dachte ich, ist Quatsch, ne? So sieht Papier halt auch aus, wenn es alt ist. Und ich finde das total schön. Boah. Und alles so ein bisschen dreckig, als wäre das 500 Jahre alt. Ein Doily? Tortenspitze, ne? Da kann man auch viel drauf mengen. Ey, das ist ja ein Journal, mein lieber Schwan. Oh, das ist ja toll. Auch gefärbt, ne? Ja, klar. Und hier Perlmuttpapier mit der tollen Maserung. Oh, das ist so schön. Hast du da geprägt? Oder mit Schablone? Das sieht ja irre aus. Hier sieht es aus wie geprägt. Und hier schablonierte. Boah, was für ein dolles Papier. Ach, und weil die Blätter lose sind, hast du die zusammengeklemmt. Sehr schlau. Sehr schlau. Boah, das ist voll schön. Boah, da hat man aber echt viel Platz zum Schreiben. Da auch wieder so geprägt. Na komm. Oh, ist das toll. Und hier schwarz am Rand. Oh, toll. Boah, voll schön, hör mal. So, da tun wir die Klammer auch wieder drauf, wie jetzt sich gehört. Und dann machen wir die hier ab. Wenn ich jetzt Noten lesen könnte, könnte ich das singen, aber ich kann keine Noten lesen. Pünktchen mit dem Strich, nur ohne und einem Schwanz dran. Und hier ist ein Balken. Also ich kann echt keine Note lesen, keine Ahnung. Aber ich habe direkt gelesen hier. Ja, das Pergamentpapier. Vellum. Vellum heißt ja. Oh, ey, das sieht aber. Wow. Du hast dir ja vielleicht Arbeit gemacht. Halleluja. Guck sich das mal eine an. So schöne Papiere da drin. Und farblich alles so schön passend. In den Grüntönen, aber auch so ein bisschen in diesen leicht beigen Touch rein. Herrlich. Boah, das ist ja genial. Ey, das ist ja voll genial. Was war das? War das doch von der Verpackung oder so? Weil da hängt ja auch noch was dran.
Finde ich toll. Ein richtiges Mülltagebuch. Das heißt ja Junk Journal. Boah, eine uralte Seite. Zum Frühstück erhält jetzt ein jeder von euch zwei trockene Wecken. Oh, das ist ja lecker. Und nichts drauf? Die Butter ist zu Hause geblieben. Ey, ein spartanisches Frühstück, wa? Ah, und dann noch von der anderen Seite der Papier da drauf, jo. Doch, das ist extra drauf. Ja, ist richtig fest. Und da sind Eierschalen. Hast du dafür die Eierschalen gebraucht, um das Papier zu färben? Ich wusste ja nur aus der Gruppe, es hat Eierschalen zerbröselt. Und ich dachte noch, was gibt das, ne? Willst du die Blumen düngen oder was? Ne, das ist dann für den Tausch. Ja, dachte ich, das kann ja lustig werden, ne? Aber ist schön. Hast du das damit gefärbt? Toll. Das fühlt sich hier von der Seite so glatt an. Und hier so super weich wie Stoff. Was ist das für ein cooles Papier? Echt super cool. Wo hast du das denn aufgetrieben? Oh, das ist dann ein Karton. Nee, steig nicht dahinter. Ich weiß nicht, was das ist. Oder aus dem Tetra-Pack? Nee, ne? Kann man ja auch einweichen, dann irgendwie, dass die Döns runterruppen. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall hochinteressant. Oh, und hier das, ja. Finde ich auch so schön, das Papier. Und hier, das kann man gar nicht sehen bei dem hier. Da ist ein ganz leichtes Muster drin. Aber da kann man jetzt durch die Kamera gar nicht sehen. Das ist schade, denn das sieht so wie Wasserzeichen ähnlich aus, aber über das ganze Blatt, ne? Das ist ein schönes Papier. Warum hier da mit dem Geprägten da drauf? Das ist cool. Nee, die Farbeinzüge, wirklich, als hättet irgendwo im Wasser gelegen, da, was weiß ich, ein Halbjahr oder so. Cool, ey. Boah, guck sich das mal einer an, ist das nicht schön? Boah. Fühlt man so, ja. Man sieht das nicht nur, man kann doch fühlen. Boah, ey, das ist ja voll schön. Richtig, richtig schön. Halt, wo ist jetzt das Ende? Da. Da tun nämlich auch die Klammer wieder drauf. Ey, das ist ja total toll. Und dann noch die kleine Gedönse, womit man drin verzieren kann. Boah. Habe ich schon richtig fest gemacht. Ist sie ja. Hier hinten klemmt ja, da kann nicht weg. Boah, wie schön. Und dann, oh, mit den Servietten und so. Boah, danke, Veronika. Das ist so schön. Jetzt muss ich noch Zeit finden, für meine ganzen Journal mal zu benutzen. Na, ich habe ja bis jetzt noch nicht viel gemacht. Boah, das ist so toll. Die Eule, die ist so cool. Die ist voll cool. Ich finde die gut. Ach, mach mal so, ne? Oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ja, komm rum. Komm rum. Boah, danke. Also, das ist wirklich schön. Werde ich in Ehren halten. Wirklich. Ja, und da kann ich auch wirklich nicht vergessen, dass das von dir ist. Für das Eulenjournal. Und die gucke so gut. Wie mein Kater.
Wenn der irgendwas will oder so leicht, ganz leicht beleidigt ist, da guckt er so. Boah, voll schön. Echt, das ist total toll geworden. Na, bleibst du da? Oh, so klasse. Da zeige ich nachher meinem Mann. Nehme ich mit runter. Ja, und danke für die Stempel, ne? Die finde ich nämlich wunderschön. Weil die so ein bisschen schnorkelig sind. Oh, danke. Danke. Oh. Mit der Spitze, was ich ja so liebe. Ich liebe so ein Zeug, ja. Ich bin ja so. Die ist voll weich. Fühlt mal. Oh Gott, meine Nägel. Ich habe vergessen, meine Nägel zu machen. Ja, die sind total angefressen. Sorry. Guckt weg. Oh, richtig schön. Richtig, richtig schön. Boah. Ey, ich bin platt. Echt total. Auch hier. Guck dir mal. Eine Papierbochte. Das ist ein Washi. Ja, klar. Das ist so toll. Also die verschiedenen Papiersorten, da bin ich echt gespannt. Musste mir verraten, was das ist. Also finde ich total super. Das ist kein Wunder, dass du dafür brauchst. Mensch, das waren etliche Stunden. Und ich kann das beurteilen, ich mache das ja auch, ne? Denn bis man das ganze Papier mal so weit hat und hier das Cover, das dauert auch ein Stürmchen. Boah, toll. Da bin ich echt hin und weg. Du hast es voll drauf, ey. Hat dir der Hammer geholfen, wa? Super. Ach, hier oben ist auch ein Netz, sehe ich jetzt. Ja, da wollte es nur nicht halten, das ist aber egal. Das ist ja so, wenn es alt ist, dann hält das nicht und dann geht das ab. Und jetzt habe ich einen Faden abgerupt, ich blöd dir. Hast du das Fädchen hängen lassen? Das ist gut. Ich finde das klasse. Ich finde das schön, wenn ab und zu ein Faden runterhängt. Ah, oh, echt schön. Oh, ich sag noch mal Dankeschön, Veronika. Ich freue mich tierisch, ehrlich. Ich finde das so schön. Klasse. Ach, ihr Lieben. Das ist doch schön, oder? Dann sage ich jetzt mal, ich muss noch ein bisschen streicheln. Ne? In diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal.